wie für alle sichtbar ist. Du bist Licht, wenn es dunkel in mir ist. Deine Hoffnung verdeckt, wo noch Sünde in mir ist. Deinen Frieden gibst du, alle meine Angst vergeht. Du bist wahr, wo auch immer ich grad steh. Deine Freude erfüllt mein Herz so, dass es singt. Ja, du lebst und du hast den Tod besiegt. Oh, ich lauf in deine Arm, ich lauf in deine Arm. Die Liebe hört nie auf, ist alles, was ich brauch. Deiner Umarmung kommt nicht gleich, für immer regiert das Licht der Welt. Hallo und herzlich willkommen zum Gottesdienst der Rheinkirche Düsseldorf, dem 2. im April. Heute mit Benny Tull und mir, Adelaida Meyer. Ich darf dich heute durch das Programm begleiten. Wir haben Frühling. Wir haben April. Wir haben letzte Woche 25 Grad gehabt, Sonnenschein und kurze Ärmel. Diese Woche 0 Grad, Schneefall und dicken Schal. Das ist nicht nur frustrierend, sondern für mich als spanische Frostbeule eine heftige Katastrophe. Die Sehnsucht nach Frühling ist groß. Und wo ist er? Es ist kein Verlass auf ihn. Es ist kein Verlass auf das Wetter. Es ist kein Verlass auf die Wettervorhersage. Es ist, worauf ist überhaupt Verlass? Naja, um ehrlich zu sein, kann ich mich eigentlich auf mich selbst verlassen? Die Bibel ist da ganz deutlich. Sie sagt, und das steht in den Sprüchen, vertrau von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Wow. Und in der Hoffnung für alle Übersetzung geht es dann so weiter. Ich finde, das ist sehr zeitgemäß attraktiv, wie es hier steht. Denke bei jedem Schritt an ihn, denn er zeigt dir den richtigen Weg und krönt dein Handeln mit Erfolg. Eine durchaus einladende Aussage. Gott lädt ein, alles auf eine Karte zu setzen, nämlich auf ihn. Und zu ihm möchte ich jetzt beten. Vater, danke für deine Einladung. Du offerierst uns ein Leben mit dir, an deiner Hand, Schritt für Schritt, jeden Tag und jeden Augenblick und sagst uns, wenn wir uns auf dich verlassen, dann ist dieser Weg von Erfolg gekrönt. Das ist ermutigend und doch wissen wir, dass wir es immer wieder anders machen. Wir brauchen deine Hilfe dabei, dir wirklich ohne Seitenwege zu gehen, zu folgen. Das ist nicht einfach. Und wir bitten dich darum, dass du uns an die Hand nimmst und uns deine Wege zeigst. Danke, dass wir heute auch mehr darüber erfahren dürfen, was deine Wege sind, wie du uns wirklich zum Erfolg bringen willst. Danke, dass du jeden, der hier zusieht, segnest und ihn siehst und ihn liebst. Danke, Jesus. Amen. Als ich den Titel des heutigen Gottesdienstes las, wie Glaube erwachsen wird, ging mir gleich so ein ganzer Film durch den Kopf. Ein Film voller Gedanken und Fragen. Wenn Glaube erwachsen werden kann, ja, dann ist er also nicht sofort erwachsen, dann ist er unerwachsen, dann ist er infantil, kindlich. Und wenn er erwachsen werden kann, heißt das auch gleichzeitig, dass er es nicht muss. Er kann auch unerwachsen bleiben. Was macht den Glauben erwachsen? Wie kommt man dahin? Was führt dazu? Was muss passieren? Und
ist das eigentlich überhaupt erstrebenswert? Wenn Jesus doch sagt, wenn ihr nicht seid wie die Kinder oder werdet wie die Kinder, es ist ja auch eine Entwicklung zum Kind, was er da meint, dann kommt ihr nicht in den Himmel. Wie passt das denn zusammen? Also, ich bin voller Fragen und freue mich sehr, dass Benny Tull hier ist und sich vorgenommen hat, zu diesem Thema zu predigen. Und hier ist er. Benny Tull, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Benny, wie schön, dass du bei uns bist. Wir freuen uns wirklich sehr, sehr, sehr. Nun wissen viele gar nicht, wer du bist. Wer bist du? Ja, auch erstmal von mir ganz herzlich willkommen. Ich freue mich auch, hier sein zu dürfen in Düsseldorf. Ich heiße Benjamin, aber gerne Benny. Benjamin klingt zu ernst. Bin Anfang 30, verheiratet mit Sophia. Hab bis letzte Woche noch in Köln gelebt, jetzt lebe ich auf dem Dorf und arbeite gerade in Wiedenest. Aha. Und was bringt dich dazu, über dieses Thema zu sprechen? Ja, eine sehr gute Frage. Ich habe mich richtig gefreut, als die Anfrage kam und dann auch das als Thema vorgeschlagen worden ist, weil das so ein richtiges Herzensthema ist. Du hast dir richtig viele gute Fragen gestellt, die man dazu stellen könnte. Die allermeisten davon werde ich nicht beantworten. Bei mir war eher dieses, wie Glaube erwachsen wird. Ich bin fromm aufgewachsen, in einer christlichen Familie. Und dann, glaube ich, hat jeder so eine Phase, wo man selbst nochmal prüft, hat das Hand und Fuß? Hat der Glaube, den ich aus meiner Kindheit kenne, Hand und Fuß? Und die Frage hat mich irgendwann so umtrieben, dass ich gesagt habe, hey, ich will an der Uni Theologie studieren. Und habe mir da viele Gedanken gemacht und hatte echt so eine theologische Stimmbruchphase, sage ich immer. Und habe gemerkt, meiner Meinung nach hat der christliche Glaube Hand und Fuß. Man kann Fragen stellen, es gibt Antworten, es bleiben Fragen offen. Und ein Gedanke, ein Leitsatz, der mir in dieser Zeit enorm geholfen hat, über den will ich heute reden. Wenn man dir zuhört, hört man schon raus, du brennst. Yes. Brennst du auch für deine Arbeit? Was ist deine Arbeit? Oh ja, das ist auch, ich brenne für meine Arbeit. Ich bin jetzt zwar vorher Kinder- und Jugendpastor, das war auch super. Und jetzt darf ich seit einem Jahr bei Forum Wiedenest arbeiten. Das ist da im Oberbergischen. Und Forum Wiedenest ist so ein bisschen wie ein großes Familienunternehmen mit Start-up-Mentalität, weil es steht quasi in unserer Aufgabenbeschreibung, dass wir innovativ sein sollen. Und ich leite da das Referat für Kids und Teens. Und unser Herzschlag ist es, jungen Menschen die Schönheit Christi vor Augen zu malen, ihnen Jesus lieb und teuer zu machen, Offenheit für Fragen zu leben, dass man ins Gespräch kommen kann und vielleicht nochmal so zwei, drei Formate, die wir haben. Ihr seht, ich bin wirklich begeistert. Meine Kollegin Damaris hat jetzt ganz neu eine inklusive Freizeit ins Leben gerufen, Quietschfidel, die findet im Herbst das erste Mal statt, wo wirklich alle Kids eingeladen sind, an dieser Freizeit teilzunehmen, barrierefrei, egal ob man vielleicht im Rollstuhl sitzt oder nicht, weil wir glauben, dass jedes Kind einfach einzigartig gemacht ist. Und dann ein Herzensprojekt von mir, im Herbst starten wir ein Laienkloster, das ist ein Wochenende für junge Menschen, erzähle ich heute Abend wahrscheinlich noch ein bisschen mehr drüber. Einfach der Gedanke, wie kann Veränderung stattfinden, welche alten Praktiken, die so im Mönchszeitalter, aber auch bei Jesus praktiziert worden sind, können uns helfen, heute in dieser lauten, in dieser hektischen Zeit Jesus nachzufolgen. Und wir sehen jetzt auch ein klein bisschen davon in einem Stück Video, nur ein Teil eines Videos, bevor du dann gleich danach predigst. Genau. Super, ich freue mich sehr. Danke. Kite ist der neue Name von unserem Referat, das davor Referat für Kids, Jungschau und Teens hieß. Vier Buchstaben, ein kurzes Wort, das für uns aber eine ganze Geschichte erzählt. Denn Kite ist gebildet aus den beiden Anfangsbuchstaben für Kids und Teenager, denn trotz des neuen Namens hat sich an unserer Zielgruppe nichts geändert. Gleichzeitig ist Kite das englische Wort für Drache, der ein starkes Symbol für unsere Arbeit ist. Denn wir glauben, die größtmögliche menschliche Freiheit liegt nicht in der Loslösung von allen Bindungen, sondern in der Bindung an die Güte in Person, in der Bindung an Jesus Christus. Dazu wollen wir einladen. All unsere unterschiedlichen Angebote haben dabei eines gemeinsam, und zwar ein Umfeld, in dem du dich ausprobieren kannst, neue Erfahrungen machst, die nachhallen und dich für deinen Alltag beflügeln. Hat Glaube ein Verfallsdatum? Diese Frage habe ich mir vor 18 Jahren ungefähr das erste Mal gestellt. Ich war Teenager, begeistert von Gott. Meine Sicht auf die Welt war ziemlich schwarz-weiß. Ich hatte sehr viel mehr Antworten als Fragen und den Wunsch,
die gute Nachricht von Jesus mit anderen Menschen zu teilen. Aus diesem Grund waren wir als Gruppe unterwegs im Berliner Mauerpark, um mit Menschen über den Glauben ins Gespräch zu kommen. Und ich erinnere mich noch gut, wie ich mit einem jungen Mann ins Gespräch kam und wir unterhielten uns so, hatten eine gute Unterhaltung. Und irgendwann mal sagte er zu mir, hey, ich bin auch Christ. Und dann sagte er einen Satz, der mir seitdem im Gedächtnis geblieben ist. Der ging ungefähr folgendermaßen. Krass, so lange bist du jetzt schon Christ und du bist immer noch so begeistert von Gott. Und als er das gesagt hatte, war mir das erste Mal diese Frage, hat Glaube ein Verfallsdatum? Ist es bei Glaube vielleicht so wie ein abgestandener Pudding, der irgendwann schlecht wird und Verfallsdatum hat? Oder zumindest so, dass wenn die Jahre ins Land gehen, dass man die Begeisterung und die Leidenschaft verliert, die den Glauben in den ersten Jahren ausgemacht haben, so wie das bei meinem Gesprächspartner der Fall gewesen ist. Und ganz ehrlich, diese Frage wurde mit den Jahren nicht leiser. Immer wieder beobachtete ich, wie liebe Menschen aus meinem näheren und aus meinem weiteren Umfeld, mit denen ich zusammen in der Gemeinde aufgewachsen war, mit denen ich auf Jugendfreizeiten unterwegs war, wo wir gute Zeiten hatten, oft zusammen gebetet haben, wie diese Menschen sich inzwischen ganz vom Glauben distanziert haben oder wie der Glaube zumindest keine allzu wichtige Rolle mehr in ihrem Leben spielt. Und vielleicht hast du diesen Prozess in deinem Umfeld bei Menschen, die dir nahestehen, auch schon miterlebt. Oder du erlebst gerade bei dir selbst, dass das eine Frage ist, die dich bewegt. Hat Glaube ein Verfallsdatum? Die Antworten, die früher vielleicht getragen haben, scheinen heute nicht mehr zu tragen. Und das umtreibt dich und du merkst, wie Glaube irgendwie nicht mehr die Bedeutung hat, die er früher mal hatte. Und wenn das so ist, bitte keine Schuldgefühle. Meiner Meinung nach gibt es viele gute Anfragen an den christlichen Glauben. Und ich glaube, gerade für uns Frokis, fromme Kids, die wir christlich aufgewachsen sind, ist es so wichtig, dass wenn wir erwachsen werden, dass der Glaube mit erwachsen wird oder in der Sprache der Bibel ausgedrückt, dass unser Glaube sich im Alltag mit all seinen Komplexitäten, mit all seinen Zwischenstufen bewährt. Hat der christliche Glaube ein Verfallsdatum? Ich denke, keineswegs zwangsläufig, sonst wäre das auch eine wirklich sehr kurze, wenig erfreuliche Predigt gewesen. Bei manchen früheren Überzeugungen ist es vielleicht gut, dass sie verfallen und durch neue ersetzt werden, aber insgesamt bin ich felsenfest davon überzeugt, dass dein Glaube erwachsen werden kann, ohne dass du die Liebe, Begeisterung und Leidenschaft verlieren musst. Vielmehr, dass die Liebe und die Begeisterung noch ein viel tieferes, ein tragfähiges Fundament bekommt. Das heutige Thema ist, wie ihr hinten auch sehen könnt, wie Glaube erwachsen wird. Und zu diesem Thema ließe sich so viel sagen. Ihr habt die Fragen schon gerade gehört in der Anmoderation. Und da gibt es viele Möglichkeiten, wie man ins Gespräch kommen kann. Und darum freue ich mich sehr, dass ich heute Abend quasi noch bei einer Zoom-Aftershow-Party dabei sein darf, wo all die jungen Menschen aus eurer Gemeinde auch herzlich zu eingeladen sind und wo wir einfach Möglichkeiten haben, nochmal weiter und vertiefter ins Gespräch zu kommen. In den folgenden Minuten aber will ich nur einen einzigen Gedanken mit euch teilen. Einen Gedanken, der in meinem Leben den Unterschied ausgemacht hat. Einen Gedanken, der mir geholfen hat, im Glauben erwachsen zu werden und der gleichzeitig meine Begeisterung für Gott noch vertieft hat. Und dieser Gedanke gründet auf der christlichen Überzeugung schlechthin, die wir an vielen Orten im Neuen Testament lesen können. Nämlich, dass Gott uns in Jesus nahegekommen ist. Mit anderen Worten heißt das, Jesus ist die Enthüllung Gottes. In Jesus sehen wir den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit. In Jesus erkennen wir, wie Gott zu seiner Schöpfung steht. Jesus ist das klarste Wort, das deutlichste Bild, das wir von Gott haben. Oder es ein bisschen moderner zu formulieren, Jesus Christus ist Gottes Selfie. Wir sind nach ihm benannt, mit ihm steht und fällt der christliche Glauben. Und auf eine dieser Stellen im Neuen Testament, die das zum Ausdruck bringen, möchte ich jetzt etwas näher eingehen, und zwar auf die bekannte Passage in Johannes 14. Es ist der letzte Abend und Jesus gibt nochmal so richtig Vollgas. Er haut ein Thema nach dem anderen raus, er lehrt über wichtigste Dinge und als er dann anfängt über seinen Vater zu sprechen, fragt ihn einer seiner Jünger, fragt ihn Philippus,
Herr, zeig uns den Vater, das genügt uns. Und Jesus blickt Philippus an und antwortet ihm mit folgendem aufsehenserregenden Satz. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wer mich, Jesus, gesehen hat, hat den Vater gesehen. Was für eine absolut bemerkenswerte Aussage. Und diese Aussage wird noch bemerkenswerter, wenn wir uns den Kontext anschauen, also das, was davor und danach passiert. Direkt davor geschieht nämlich Folgendes. Der König der Könige, von dem es später einmal heißen wird, dass sich jedes Knie vor ihm beugen wird, beugt seine Knie, um jeden einzelnen seiner 12 Jünger die Füße zu waschen. Damit gibt er seinen Jüngern ein Beispiel davon, was Größe in seinem Königreich bedeutet, was sie nie wieder vergessen sollen. Als Jesus zu Philippus sagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen, muss der Staub von der Fußwaschung noch an seinem Obergewand kleben. Und ganz ehrlich, wenn ich diese beiden Passagen zusammenlese, wenn ich sie hintereinander lese, erst die Fußwaschung, wie Jesus seinen Jüngern die Füße wäscht und dann diese Aussage, dann denke ich mir, Alter, was ist das? Da kriege ich Gänsehaut, dann merke ich, was ist das für ein Gott, den Jesus uns hier zeigt? Fußwaschung und dann direkt danach die Aussage, er ist das Selfie Gottes. Und das Ganze wird noch aufsehenserregender, wenn wir uns nicht nur anschauen, was direkt davor, sondern auch, was in den Stunden danach passiert. Jesus wird verraten, gefangen genommen, ausgepeitscht und dann an ein Kreuz genagelt. Eine Dornenkrone statt Dominanz. Ein Kreuz statt einem Königsthron. Und wie reagiert Jesus? Die Soldaten, die ihn ans Kreuz nageln, die verdammt er nicht, sondern er schreit zu seinem Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und noch am Kreuz hängend, antwortet er dem Verbrecher, der sich in den allerletzten Momenten seines Lebens vertrauensvoll an Jesus wendet, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Bis Jesus der Atem versagt, bleibt er seiner göttlichen Versöhnungsmission treu. Jesus stirbt am Kreuz wie ein Schwerverbrecher, nur wenige Stunden, nachdem er zu Philippus gesagt hat, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Was ist das für ein Andersgott, den Jesus uns offenbart? Okay, und nach diesem einführenden Gedanken zu diesem Vers möchte ich zu dem Gedanken kommen, der in meinem Glaubensleben den Unterschied gemacht hat. Das ist so ein bisschen der Gedanke, wenn du sagst, Benny, fass deinen theologischen Ansatz in einem Satz zusammen, der dir der wichtigste ist, dann würde ich dir diesen Satz nennen. Es ist der Gedanke, der mich immer wieder neu dazu bringt, trotz aller Fragen, trotz Zweifel, Gott zu vertrauen und an ihm festzuhalten. Und dieser Gedanke lautet, wenn Gott ist, wie Jesus war, dann können wir ihm vertrauen. Wenn Gott ist, wie Jesus war, dann kann ich ihm vertrauen. Ein einfacher und schlichter Satz. Auf keinen Fall die Antwort auf alle Fragen, die man sich stellen kann, aber ich glaube, ein Satz, der hilft, mit verschiedenen Fragen, mit den unterschiedlichen Themen umzugehen. Wenn Gott ist, wie Jesus war, dann sind wir beispielsweise nicht aufgefordert, unsere Feinde zu bekämpfen, wie das teilweise beim Volk Israel im Alten Testament noch nötig war, sondern unsere Feinde zu lieben. Wenn Gott ist, wie Jesus war, dann ist der Gedanke an ein göttliches Gericht nach dem Tod immer noch herausfordernd. Aber eines ist gewiss, auf dem Richterstuhl sitzt nicht ein gnadenloser Gott, sondern der Gott, der uns in Jesus Christus sein Gesicht gezeigt hat. Und wenn Gott ist, wie Jesus war, dann kann auch hinsichtlich der drängenden Frage nach dem Leid in der Welt zumindest folgender Grund ausgeschlossen werden. Der Grund für Leid ist nicht, dass du Gott egal bist oder dass er dich nicht liebt. Diese falsche Forschung von einem fernen und unbarmherzigen Gott hat Jesus an Karfreitag ein für allemal durchkreuzt. Ihr seht, ein schlichter Gedanke, ein einfacher Satz, aber
Mir hat er bei verschiedenen Fragestellungen immer wieder geholfen, den Zugang zu finden, neu zu vertrauen, irgendwie dran festzuhalten, dass Gott gut ist und es gut mit uns meint. Was könnte dieser Satz für dich und mich konkret bedeuten? Die Autoren des Neuen Testaments, Jesus selbst, laden uns dazu ein, Gott durch die Jesusbrille zu betrachten. Denn sie sind überzeugt, dass Jesu Lehre, Jesu Leben, sein Tod und seine Auferweckung die ultimative Sehbrille sind, die ultimative Sehhilfe, um Gott zu erkennen. Aus diesem Grund bin ich dankbar, dass wir mit den Evangelisten nicht nur ein oder zwei, sondern insgesamt 4 Lebensberichte über Jesus in der Bibel finden. Wenn du also gerade die Predigt hörst und dir denkst, wenn Gott ist, wie Jesus war, ja schön und gut, wie war Jesus eigentlich? Da möchte ich dich ganz herzlich dazu einladen, dass du dir in der nächsten Woche die Zeit nimmst, einen dieser 4 Lebensberichte von Jesus mal selbst zu lesen und dir selbst ein Bild von Jesus zu machen. Meine persönliche Empfehlung wäre das Lukas-Evangelium, denn da wird besonders deutlich, wie Jesus mit den verschiedenen Menschen umgeht und wie er zum Beispiel auch zu so aktuellen Themen wie Fremdenfeindlichkeit steht. Und wenn du es schaffst, da pro Tag 20 Minuten ungefähr zu investieren, dann hast du am Ende der Woche das Lukas-Evangelium durch und hast ein klareres Bild davon, wie Jesus war und kannst mehr mit der Aussage anfangen, wenn Gott so ist, wie Jesus war, dann ist er Punkt, Punkt, Punkt. Okay, das Thema heute lautet ja, wie Glaube erwachsen wird. Und weil das so ist, dachte ich, ich möchte mit einem herausfordernden Aspekt diese Predigt beschließen. Und zwar beobachte ich bei mir selbst und meinem Umfeld immer wieder die Tendenz, dass wir dazu neigen, die Stellen über Jesus auszuklammern, die uns nicht so schmecken und uns dadurch einen Jesus zu machen, der unseren Vorstellungen entspricht. Vielleicht feiern wir seine Liebesethik, aber seine Sexualethik finden wir altbacken und völlig daneben. Vielleicht feiern wir es, dass Jesus sagt, seid barmherzig, aber sein Schrei nach Gerechtigkeit, seine Kritik an einer Konsumhaltung wollen wir lieber überhören, weil sie uns ja irgendwie direkt betreffen könnte. Und im Theologiestudium, in den 7 Jahren, wo ich da jetzt schon an der Uni Bonn sein darf, habe ich verschiedene Ansätze gelernt, mit denen man das versucht hat zu rechtfertigen. Hey, das Ganze ist nur kulturell bedingt oder das kann gar nicht von Jesus kommen, das hat die Gemeinde nachträglich eingefügt. Und da gibt es verschiedene Ansätze, aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich halte von diesen Ansätzen nicht besonders viel und wir können heute Abend gern noch mal ins Gespräch kommen, warum das so ist. Und Jesu Einladung an jeden Einzelnen von uns ist ja nicht, such dir das aus, was dir gefällt, sondern komm, folge mir nach. Folge mir nach, indem du meine Gebote ernst nimmst, von meinem Beispiel lernst, meine Prioritäten zu deinen Prioritäten machst, meinen Charakter auf deinen abfärben lässt und mich, Jesus, der gute Herr, in deinem Leben sein lässt. Letzten Endes stellt Jesus damit die Vertrauensfrage. Auf wen oder was vertrauen wir im Leben? Auf wen oder was setzt du dein Vertrauen im Leben? Glaubst du, dass Jesus vertrauenswürdig ist? Glaubst du, dass es Jesus wirklich gut mit dir meint und darum dein Vertrauen verdient hat? Ich persönlich bin immer wieder zu dem Ergebnis gekommen, ja, ich glaube, Jesus ist vertrauenswürdig. Und dass dem so ist, zeigt meiner Meinung nach kein Ereignis so deutlich wie Ostern, wo wir feiern, dass Jesus ein Herr und Erlöser ist, der sein eigenes Leben gibt, der für unsere Schuld stirbt, damit wir Leben mit Gott haben können. Einen größeren Vertrauensbeweis kann ich mir persönlich nicht vorstellen. Und darum bin ich trotz mancher offener Fragen und immer mal wieder zweifelnden Momenten auch als Erwachsener zu dem Ergebnis gekommen, wenn Gott ist, wie Jesus war, dann kann ich ihm nicht nur vertrauen, sondern dann will ich ihm vertrauen, weil er es gut mit uns meint. Amen.
Ja, da halt ganz viel in mir nach. Ich finde, das ist ein toller Ausdruck. Jesus ist Gottes Selfie. Eine schöne Vorstellung, aber wie viel Inhalt das hat. Ich lade dich ein, das, was dich jetzt bewegt, mitzunehmen in ein gesprochenes Wort, in ein gemeinsames Vaterunser. Lass uns gemeinsam das Vaterunser beten. Vaterunser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, so wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und ich möchte dich segnen, ich möchte den Segen für uns alle sprechen an dieser Stelle. Der Gott, der dich einlädt, ihm zu folgen, weil er alles für dich gegeben hat. Der Gott, der bewiesen hat, dass er vertrauenswürdig ist, der sagt, dass er verlässlich ist. Dieser Gott schaut dich liebevoll an und er segnet dich. Er segnet dich in der kommenden Woche und will an deiner Seite gehen, an deiner Hand, dich begleiten in allen Fragen. So segne dich der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich habe jetzt zum Ende des Gottesdienstes nur noch diese wichtigen Dinge zu sagen. Benny Tull ist heute Abend um 19 Uhr im Zoom anzutreffen, und zwar vorzugsweise für junge Erwachsene und Jugendliche. Ja, jetzt nicht neidisch werden. Wir können Benny Tull nämlich im Newsletter antreffen, wo sein ganzes Video abgespielt wird. Darüber hinaus findet ihr im Newsletter alle Infos und Termine, zum Beispiel zu Podcasts, zum Gemeindeurlaub, zu Gebetszeiten, zu Spenden und zu vielem mehr. Herzliche Einladung, da reinzusehen. Der nächste Newsletter erscheint heute Abend ca. 20 Uhr. Für die kommende Woche wünsche ich dir alles Liebe und dass du das mitnimmst, was du heute gehört hast und bewegst. Ich sage tschüss bis nächsten Sonntag, dann mit Carsten Lauber und mit Martin Krahn. Alle Schöpfung betet an, du bist hier, deine Nähe macht mich stark, du bist Gott, alles andere lass ich los.